Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 303 mit dem Titel So geht Lead Magnet. Reimt sich sogar ein wenig, stelle ich gerade fest. Die Anleitung für Lead Magneten, die neue Kunden bringen. Es geht also um das Thema Kundenakquise, Kundengewinnung, Kontakte herstellen zu neuen potenziellen Kunden und Interessenten und das auf eine Art und Weise, wie man es ganz gut recht vollautomatisiert, zumindest über weite Strecken hinweg, betreiben kann. Wenn dich das also interessiert, dann bleib dran und ja, schau mal zwischendurch oder danach auf die www.romankmenter.com auf meiner Website. Dort findest du nicht nur Themen rund um Kundengewinnung, sondern alles Mögliche, das dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. www.romankmenter.com. Ja, zurück zum Leadmagneten und meiner eigenen Erfahrung. Ich habe von Beginn meines Blogs an, was auch wahrscheinlich schon wieder an die 10 Jahre oder so her sein muss, das Thema Leadmagnet sehr intensiv betrieben, habe wahrscheinlich auf meiner eigenen Webseite, ich habe den Überblick verloren, muss ich gestehen, aber sowas wie sicher an die 20 oder mehr verschiedene Leadmagneten, die mir tagtäglich so zwischen 5 und 15 neue Kontakte auf meine Newsletterliste spielen. So viel dazu Eigenerfahrung. Das heißt, es geht und ich habe in etwa eine Idee, wovon ich spreche, will aber in das Thema heute noch sehr viel tiefer einsteigen. Doch dazu sollten wir zuerst mal klären, was ist denn überhaupt ein Leadmagnet? Weil ich gehe davon aus, okay, der Hörer, die Hörerin weiß das, aber naja, vielleicht auch nicht ganz so genau. Ein Leadmagnet ist etwas, deswegen Magnet, das potenzielle Kunden und deswegen Lead anzieht. Der Klassiker ist, hier gibt es ein neues, tolles E-Book, das kriegst du gratis, hol es dir, du klickst drauf und kannst es dir downloaden. Streng genommen gratis ist es nicht, denn du bezahlst dafür mit deiner Adresse. Das ist so der Klassiker und das ist ein Leadmagnet. Allerdings kann das sehr viel mehr und auch ganz was anderes sein als ein E-Book, doch dazu später gleich noch mehr. Warum Leadmagnet? Naja, du kommst so recht elegant und immer noch recht einfach an potenzielle Interessenten. Da muss man natürlich jetzt differenzieren und da streiten sich die Geister durchaus, ob das jetzt gratis sein soll oder nicht, weil es wäre auch denkbar, einen bezahlten Leadmagneten zu machen, was ja auch gemacht wird, diese ganzen sogenannten Bookfunnels, auf die du immer wieder triffst, hol dir ein neues Buch, du kriegst das gratis, zahlst nur die Versandgebühr. Das ist quasi ein bezahlter Leadmagnet, der sich zwar noch nicht selber in sich rechnet, aber trotzdem irgendwie für alle Beteiligten Sinn machen kann, wenn das Buch auch ein gutes ist, wovon ich mal ausgehe. Wenn du ihn nicht gratis machst, dann filterst du die potenziellen Kunden oder potenziellen Interessen in ernsthaftere und weniger ernsthafte, weil jemand, der weniger ernsthaft ist, ernsthaft interessiert ist, holt sich schon mal so ein gratis E-Book oder Buch. Aber wenn es dann was kostet auch, dann muss schon ein gewisses Interesse da sein. So gesehen gibt es durchaus ein Lager von Marketern, die sagen, nichts mehr mit gratis Leadmagneten, bei mir kosten Leadmagneten etwas. Und andere sagen, sie fahren sehr gut mit den gratis Leadmagneten. Also kann man beides machen. Grundsätzlich funktioniert beides. Für wen sind Leadmagneten gut? Man sieht Leadmagneten schon relativ oft bei Menschen wie mir oder Unternehmen wie mir, die halt irgendwelche Dienstleistungen im Bereich Beratung, Consulting, Coaching, Vorträge, Training, Seminare etc. Verkaufen. Aber Leadmagneten sind durchaus auch denkbar für ganz andere Bereiche, wo sie zum Teil noch sehr, sehr wenig genutzt werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Friseur bist, ein Autohändler oder auch eine Gaststätte betreibst oder ein Hotel,
dann hör dir die Folge ganz besonders genau an, weil dann könntest du einer der wenigen sein in dem Bereich, die diese Art von Leadmagneten auf diese Art und Weise nutzen und quasi in Vorreiter gehen, tut es dort auch, wie du dann gleich sehen wirst. Also man könnte sagen, die ganze traditionelle Wirtschaft, das ganze Gewerbe und Handwerk, da sind Leadmagneten noch ein sehr, sehr weites und weitgehend unbeackertes Feld. Wie funktioniert das Konzept Leadmagnet im Detail? In aller Kürze. Du hast etwas, was für den anderen, für deinen potenziellen Kunden interessant ist. Bleiben wir mal bei dem einfachen Beispiel E-Book. Das E-Book bewirbst du in irgendeiner Form auf zum Beispiel sozialen Medien oder in deinem Blog. Der Kunde denkt sich, oder noch nicht Kunde denkt sich, um genau zu sein, denkt sich, hey, das klingt interessant und will das haben, klickt drauf, kommt auf eine sogenannte Landingpage, zumindest ist es oft so gelöst, also auf eine Seite, wo er dann seinen Namen und oder seine, vor allem seine Mailadresse eintragen kann, kriegt dazu dann eine Mail zugeschickt, dass er nochmal bestätigen muss, weil wir auf Basis der DSGVO ja Double Opt-in-Lösungen machen müssen. Das heißt, der Kunde muss nochmal bestätigen, dass er ist und bekommt dann sein E-Book entweder zugeschickt per Mail oder wird weitergeleitet auf eine Seite, wo das E-Book dann downloadbar ist. Damit hat er sein E-Book und du hast seine Adresse. Das ist die Grundidee und diese Grundidee lässt sich, wie gesagt, in allen möglichen Bereichen, im Prinzip in allen Bereichen umsetzen. Voraussetzung ist, dass du etwas hast, was der andere haben möchte. So viel mal zur Grundfunktionalität oder zur Grundfunktionsweise des Konzeptes Lead Magnet. Wenn du jetzt sagst, okay, das will ich machen, oder wenn du das schon gemacht hast, aber sagst, naja, vielleicht gibt es ja auch neue Ideen, wie ich das noch sonst machen könnte, wie ich das erweitern könnte oder noch besser machen könnte, dann bleib dran. Jetzt kommt nämlich die genaue Anleitung, wie du so etwas machst. Im Prinzip, und das mal vorweg, ist es vernünftig, so einen Leadmagneten, egal was das dann ist, bleiben wir bei dem einfachen Beispiel E-Book, wie ein richtiges Produkt zu behandeln, das allerdings eben gratis oder zu um wenig Geld hergegeben oder verkauft wird. Als richtiges Produkt deshalb, weil du dir mit einem richtigen Produkt, das du ganz normal verkaufen würdest, einfach mehr Mühe gibst, was das Design angeht, was zum Beispiel das Cover des E-Books angeht, was den Namen des Produktes angeht und so weiter und so fort. Doch dazu kommen wir später noch. Das heißt, grundsätzlich schau deinen Leadmagneten so an, betrachte ihn so, wie du ein Produkt betrachten würdest, das du entwickelst und auf den Markt gibst und dort verkaufen willst. Und wir haben in dem Prozess jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Schritt 1, und das sollte der Ausgangspunkt sein, du brauchst ein Problem. Also nicht du brauchst ein Problem, du hast hoffentlich keine und ich wünsche dir, dass das auch so bleibt, aber du brauchst ein Problem, das deine potenziellen Kunden, deine Interessenten haben, deine Zielkunden. Je besser das Problem, besser heißt für dich größer, schwerwiegender, drängender, kostspieliger, nerviger, schwieriger und so weiter und so fort das Problem ist, umso besser ist das für dich, wenn du eine Lösung dafür hast. Das heißt, Schritt 1, ein Problem herausfinden. Und ja, für Leadmagneten, die ja eher kleine bis sehr kleine Produkte sind, muss das jetzt nicht das Riesenproblem sein. Das kann einfach ein kleines Problemchen auf dem Weg zum Riesenproblem sein. Was uns schon zu Schritt 2 führt. Der Leadmagnet ist dann quasi die Lösung für dieses Problem. Mal angenommen, es will jemand abnehmen. Das ist an sich für viele Leute ein großes Problem. Dann wäre ein kleines erstes Problem, und es gibt dazu vielleicht einen Blogartikel über richtig abnehmen oder über die Keto-Ernährung oder was immer es da gibt, dann wäre ein kleines erstes Problemchen, ein kleines auf dem Weg zum großen Problem, nämlich, okay, Keto-Ernährung, gut und schön, aber wie mache ich das jetzt? Dann könnte so ein Leadmagnet quasi als Lösung für das Problem 10 einfache Rezepte, wie du in nur 5 Minuten deine Keto-Mahlzeiten zubereitest. Ich fantasiere es einfach so auf mich los. Ich habe keine Ahnung. Ich habe viel Ahnung vom Essen. Ich esse gern, aber ich habe keine Ahnung von Keto-Ernährung. Nur mal so als Beispiel. Also, du hast eine Lösung und diese Lösung ist der Leadmagnet. Und
Das Lichtmagnet ist dann auch oft auch die Basis für Probleme nächsthöherer Ordnung, und diese Probleme nächsthöherer Ordnung werden dann tendenziell nicht durch einen weiteren Lidmagneten gelöst, weil du hast ja den Lid schon, sondern werden gelöst durch ein Produkt, das der Kunde oder das der Interessent dann kaufen kann und zum Kunden wird. Und so ein Lidmagnet, um bei unserem konkreten Beispiel mit dem Abnehmen zu bleiben, könnte zum Beispiel sein eine Diagnose, eine Art Selbstcheck. Wie viel solltest du wiegen? Wie viel wiegst du jetzt? Was bist du für ein Abnehmtyp? Was bist du für ein Körperbau? Was auch immer Typ es da gibt. Also Diagnose in irgendeiner Form. Ein Lidmagnet könnte auch sein eine Probe. Die 10 Rezepte könnten ja auch eine Probe sein für ein Abo als Endprodukt, wo du jeden Tag ein Rezept bekommst. Oder es könnte auch ein Muster sein oder ein Teil vom Ganzen, so der erste Schritt in einem Kurs, mit dem du abnimmst. Das erste Modul gibt es als Lichtmagnet gratis oder um ganz wenig Geld, und für die weiteren ist zu bezahlen. Also das wäre so die grundsätzliche Idee, oder du kriegst einen Zugang zum ganzen Kurs, aber nur für 2 Wochen. Und dann musst du bezahlen, könnte auch ein Lichtmagnet sein. Oder ein App, das deine Ernährungsgewohnheiten trackt oder mit dem du deine Ernährungsgewohnheiten tracken kannst und dann sehr dich gezielt ernähren kannst, um dann abzunehmen. Das war Schritt 2. Also Schritt 1, Problem herausfinden. Schritt 2, Lidmagnet als Lösung. Schritt 3 ist dann die Frage, wie setzt du denn den Lidmagnet um? Und da gibt es im Prinzip grob 3 Arten, das umzusetzen. Das erste, und das ist durchaus eine sehr, sehr gute, fast ideale Lösung, ist ein digitales Produkt. Warum ist das eine gute Lösung? Weil du digitale Produkte logistisch am einfachsten lösen kannst. Der Kunde kann sich das herunterladen. Du brauchst keinen Postversand, kein Handling, gar nichts. Keine Zeit von dir. Du richtest das einmal ein und dann hat er das. Und das könnte sowas sein wie Software, App, Zugang zu einer Software, das könnten Checklisten sein. Im einfachsten Fall ist das ein einseitiges PDF, wo irgendwas anzukreuzen ist. Das könnten E-Books sein, kürzere oder auch längere, White Papers, könnten aber auch Dienstleistungen sein. Also das erste ist digitale Produkte, die ohne dein Zutun quasi vollautomatisiert an den Kunden weitergeleitet werden können. Das zweite sind Dienstleistungen, sowas wie ein Webinar zum Beispiel. Webinar hat den Vorteil, das könnte man oder kann man auch noch automatisieren, also voraufnehmen, damit wäre es wieder ein digitales Produkt, oder es ist ein Webinar, ein Live-Webinar, wo du tatsächlich einmal die Woche, einmal im Monat für deine Interessenten ein Webinar hältst. Oder es könnte auch sein, eine Probeleistung, als Lidmagnet bei einem Reinigungsdienst ein Probeputzen oder wenn du Coach bist, eine Probesession, irgendwie sowas. Wenngleich die Dienstleistungen den Nachteil haben, sie brauchen mehr von deiner Zeit. Das heißt, Achtung, Webinar geht vielleicht noch, aber ein Probecoaching kann schon sehr aufwendig werden, weil es geht ja nicht darum, einen Interessenten zu gewinnen mit den Lidmagneten, sondern idealerweise jeden Tag ein paar. Und dritte Variante, es könnte auch ein physisches Produkt sein. Das wird, wie gesagt, mit Büchern aktuell relativ häufig oder immer öfter gemacht. Und das ist auch eine gute Sache grundsätzlich. Allerdings hat es den Nachteil, dass es schwer zu handeln ist. Du musst die Logistik organisieren, du brauchst diese Produkte vorrätig, es ist auch teurer. Da bist du meist bei bezahlten Lidmagneten, weil gratis käme dir das dann zu teuer. Also es ist etwas anderes. Der Vorteil ist allerdings, du hast mehr Daten, du hast die Versandadresse, und wenn es bezahlt ist, dann hat der Kunde schon gekauft, was ein Riesenschritt ist vom noch nicht gekauften Interessenten zum tatsächlich kaufenden Kunden. Und auch wenn es nur 5, 6, 7, 8, 10 Euro waren, die er ausgegeben hat. Und dafür eignen sich Bücher, wie gesagt, ziemlich gut. Schritt 4 geht es dann darum, den Lidmagneten tatsächlich zu kreieren und auch zu testen. Wenn du jetzt ein E-Book nimmst, dann behandle das wie ein echtes Buch. Da gehört das Cover ordentlich gestaltet, das Layout gehört professionell gemacht. Es muss ja einen gewissen Wert verkörpern und widerspiegeln und repräsentieren. Kann durchaus so weit gehen, dass du auch zum Beispiel die Cover oder die Titel, die Produktbezeichnungen für deinen Lidmagneten testest. ABC-Versionen, solche Dinge, weil natürlich die Conversion, die Umwandlungsrate vom Interessenten an dem Lidmagneten zum tatsächlichen Bezieher des Lidmagneten besser ist, wenn das Produkt, der Lidmagnet, attraktiver ist.
Und Schritt 5, last but not least, geht es darum, den Leadmagneten dann unter die Leute zu bringen. Und das kannst du tun mit bezahlter Werbung. Natürlich kannst du ganz einfach den Leadmagneten bewerben, dafür Geld zahlen, typischerweise auf Facebook, auf Instagram, auf Google könnte man das auch tun oder auch auf anderen Social Media Plattformen typischerweise. Du kannst den Leadmagneten kannst du natürlich mit deinem Newsletter-Verteiler unter die Leute bringen, aber Achtung, Nachteil, du gewinnst damit keine ganz neuen Adressen. Allerdings gewinnst du vielleicht Interessenten innerhalb deines Newsletters oder deiner Liste für bestimmte Angebote und bestimmte Produkte und bestimmte Themen. Du kannst natürlich, was ich auch gerne tue, den Leadmagneten mittels Blog, den du Suchmaschinen optimiert hast, unter die Leute bringen. Wenn ich einen Blogbeitrag habe, der gut besucht wird von Google, bei Google gut rankt, gut beschickt wird von Google und ich habe dann dazu idealerweise einen Leadmagneten, der genau zu dem Blog-Thema passt. Der Blog, bleiben wir bei unserem Beispiel Ketoernährung. Im Blog geht es um Ketoernährung, zwecks Abnehmen und als Leadmagnet ist da mittendrin eingebaut ein tolles Cover von einem E-Book und in diesem E-Book sind die 10 besten, einfachsten Rezepte, um dir Keto-Mahlzeiten zuzubereiten, dann bedienst du dort natürlich genau die Interessenten, die das genau suchen und brauchen, weil niemand schaut sich so einen Blog an, der an Keto-Ernährung und damit an den Rezepten nicht auch interessiert wäre. Das heißt, idealerweise, wenn du es ganz perfekt machen willst und einen Blog betreibst, dann hast du zu jedem Blogartikel den passenden Leadmagneten. Eine Zeit lang habe ich das mal versucht oder gemacht. Es sammeln sich dann halt sehr schnell sehr viele Leadmagneten an und man verliert relativ leicht den Überblick. Du kannst natürlich auch Leadmagnete über den Podcast bewerben. Was ich ja auch mache, wenn ich im Rahmen meiner Folgen immer wieder auf den einen oder anderen Leadmagneten hinweise, ein E-Book, irgendein Download, eine Checkliste, solche Dinge. Oder und auch organisch auf Social Media posten und deinen Leadmagneten auf diese Art und Weise unters Volk bringen. Und natürlich kannst du auch all das in Kombination tun, was ich durchaus empfehle, plus noch ein paar Sachen mehr, die dir für dein Business einfallen. Wenn du viel physischen Kontakt hast zu anderen Menschen, kannst du natürlich auch irgendwelche Karten oder Flyer austeilen. Du kannst bei Veranstaltungen Adressen einsammeln für deinen Leadmagneten. All das ist machbar und geht. Aber Fakt ist, du musst schauen, dass du möglichst viele Menschen, Zielkunden idealerweise mit deinem Leadmagneten in Kontakt bringst. Dann hast du die Adressen gesammelt. Was dann? Weil es geht ja nicht ums Adressen sammeln, sondern ums etwas tun damit. Und da gibt's zwei grobe Möglichkeiten, die sich allerdings auch wieder nicht ausschließen. Du kannst die mit Newsletter beschicken und damit nur mal weiter anwärmen, um dann in weiterer Folge irgendetwas anzubieten und zu verkaufen. Oder bei gewissen Sachen kannst du die auch direkt ansprechen oder anschreiben oder sogar anrufen, wenn du die Telefonnummern hast, weil der Kunde ein Buch von dir gekauft hat, dass du ihm geschenkt hast und er nur den Versand bezahlt hat, irgendwie sowas, oder ein kleines Produkt gekauft hat, einen Minikurs um ein paar Euro, dann hast du möglicherweise schon seine kompletten Kontaktdaten und kannst ihn auch anrufen und kannst quasi so weiterkommen in Richtung Verkauf von einem Produkt, das sich auch rechnet, weil Leadmagnet für sich genommen rechnet sich nicht, da zahlst du drauf. Manchmal wird direkt an den Leadmagneten im Prozess noch ein kleines Produkt, ein sogenannter Tripwire, drangehängt, das ein gewisser Prozentsatz der Menschen dann kauft und damit rechnet sich idealerweise das Ganze wieder, aber oft auch nicht. Das heißt, du investierst am Anfang Geld und Zeit in den Leadmagneten, um dann am Ende Altprodukte zu verkaufen oder Leistung zu verkaufen und so den Leadmagneten zu refinanzieren. So, ich hoffe, ich konnte dich entweder auf ein paar neue Ideen bringen, wenn du mit Leadmagneten schon eifrig am Werken bist, oder
solltest du so etwas noch gar nicht haben, weil du vielleicht auch in deiner Branche gar niemanden kennst, der sowas macht, dann freut es mich umso mehr, weil möglicherweise könntest ja du dann der Erste sein und damit auch gute Chancen haben, erfolgreich zu sein, wenn sonst niemand macht. Also probier es aus. Wenn es dazu Anmerkungen, Fragen gibt, schick mir gerne eine Nachricht auf eine meiner, am besten auf eine meiner Social Media Kanäle, irgendwelche Arten von Messenger. Dort schaue ich am häufigsten drauf. Ich freue mich, wenn du mir hier auf deiner Lieblingspodcast-Plattform ein Feedback hinterlässt, eine Rezension hinterlässt. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, dein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.